Hallo und Servus zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja bei dem letzten oder einer der letzten Videos ein Chat gehabt mit der Firma GoPro, wo ich nachgefragt habe, ob ich eine GoPro 12 zu Testzwecken haben kann. Und das leider abgelehnt worden ist, außer ich bin GoPro-Partner. Aber das denke ich einmal, werden nur die werden, die auch wirklich für die GoPro Werbung machen und sie genauestens beschreiben. Aber wie ich trotzdem zu einer GoPro gekommen bin, GoPro 12 natürlich, das seht ihr nach dem Intro. Bis später. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Unterhaltung. Und hier bin ich wieder. Und habt ihr erraten, wie ich zu einer GoPro gekommen bin? Zu einer neuen? Nicht? Ich verrate es euch. Ich habe sie gekauft. Ja, es hat mir keine Ruhe gelassen, dass ich gesagt habe, okay, was soll ich machen? Ich würde das so gern testen. Mit dem Bluetooth und Sena, ob das wirklich funktioniert. Laut Röhrenschrat schon, wie erwähnt, hat es ja geklappt. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das selbst ausprobieren. Und da deswegen habe ich wieder auf meine GoPro-Seite geschaut und wie schon erwähnt, habe ich ja das Jahresabo und bekomme dadurch eine Kamera im Jahr um 100 Euro billiger und jede Menge Zubehör bis zu 70% billiger. Und jetzt bin ich halt in die Seite eingestiegen bei GoPro, habe eine Kamera in den Einkaufs- oder in meinen Einkaufswagen gelegt. Dann habe ich gedacht, okay, überprüfe ich, ob das stimmt mit die 100 Euro. Ja, hat gestimmt, überhaupt kein Problem. Stand da und dann sah ich unterhalb bei der Bestellung eine 32 GB SD-Karte von ScanDisk, 0 Euro, also gratis in dem Fall. Und weiter unterhalb ist auch gestanden ein Power-Akku oder wie die da heißen, 0 Euro. Denke mal, ja, das ist klar, der ist auch bei der Kamera dabei, den braucht sie nicht extra anführen. Gut. 3 Tage später, das war jetzt übers Wochenende war, 3 Tage später läutete es um 8:45 Uhr bei meiner Haustür und ein ganz netter UPS-Bote war hier und hat mir das Paket in die Hand gedrückt. Ja, ich natürlich voll happy. Sofort aufgemacht. Und was sehen meine trüben Augen in der Früh? Die Kamera war nicht zum Übersehen, also die hat ja ein eigenes Paket oder ein eigenes Papier. Aber was lag noch drin? Das von der SD-Karte wusste ich auch. Schaut mal genau. Das lag auch drin. Und zwar war das der Akku um 0 Euro ein Zusatzakku. Ich habe im YouTube gesehen, dass das auch eine
dass der, die auch eine bestellt hat, aber gar nicht so lange her, der hat nur die Kamera bekommen, und zwar ohne SD-Karte und ohne Reserve-Akku. Ich habe ihn dann angeschrieben und er hat gemeint, ja, hast du das Jahresabo? Und ich habe gesagt, ja. Daraufhin hat er geschrieben, ja, die bekommen das anscheinend noch dazu. Na gut, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut und ich sage noch einmal Danke zu GoPro. Dann habe ich den Karton aufgemacht, wo die GoPro drinnen war, also die Dings, diese Box, wo man sie reintun kann, die gibt es ja nicht mehr, es gibt ja nur mehr so einen ordinären Karton. Jedenfalls aufgemacht, also rausgeholt aus dem Karton, die Kamera. Der erste Eindruck war, um Gottes Willen, ist diese Kamera bei einer Autolackiererei ganz nahe dabei gestanden und das hat rüber gespritzt. Alles voller blauen und weißen Punkten. Liebe GoPro, oder liebe Firma GoPro in dem Fall, hört auf mit dem. Es war ein guter Versuch von euch, wie es ankommt. Von mir bekommt ihr auf jeden Fall ein Minus. Ehrlich, das kann gar nichts. Also lasst ihn schwarz, wie gehabt, und bitte keine Punkte mehr drauf. Punkte sind nicht einmal auf einer Kinderdrohne oben, also ja. Nein, bitte lasst das. Gut, so. Jetzt werden manche sagen, ja, die ist doch um Ecken größer wie die 8er. Und die gibst du rauf. Stimmt, wenn ihr es so seht, wenn es sich nur um die Kamera handelt. Wenn ihr jetzt aber den Mediamotor zurechnet, der fällt in dem Fall bei dieser Kamera weg. Denn es funktioniert ja mit Bluetooth. Das heißt, ich brauche auch kein externes Mikro mehr, kein Lavalier-Mikro mehr im Helm verstauen bzw. montieren. Es reicht das Mikrofon von Sena. Bin ja nur gespannt, wie die Sprachqualität ist. Das werden wir erst sehen, wenn ich zu Hause bin. Ja, aber wenn ich jetzt die 8er rechne mit dem MediaMod und diese Kamera alleine ohne MediaMod, weil das brauche ich in dem Fall ja nicht und ich brauche auch kein Licht oben und kein Display, wo ich mich selber sehe, das brauche ich am Helm nicht, das ist ja rein vom Fotoblogging. Schaut mal da die Bilder an, schaut mal. Und dann urteilt selbst. Wie ihr sehen könnt, ist die Kamera kleiner als die 8er mit MediaMod. Na? Und jetzt, was sagt ihr? Gut. Ich habe alles ausprobiert, also die Canvas, die ist wirklich, ich sage mal, auf Zack. Nur jetzt ist Folgendes. Mein berühmter Spruch, wo die Sonne scheint, da gibt es auch Schatten. Und so ist es. Ich wollte, wie alle anderen Kameras, für Kurzvideos umstellen auf 2,4K, 50 SPS. Ja, ich habe auf 2,7K gestellt, kam automatisch 200 FPS. Dann habe ich natürlich auf die 50 gedrückt, sprang automatisch auf 1080. Also 2,7K geht mit der GoPro 12 nicht.
50 FPS. Also wer das unbedingt filmen will, der hat da Pech gehabt. Ich filme jetzt in Full HD, also 1080, da geht das mit den 50 natürlich. Nur liebe GoPro, warum ihr das rausgenommen habt, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ihr habt wahrscheinlich den Programmierplatz für andere Sachen, was dazugekommen sind, gebraucht und irgendwann einmal ist man am Limit damit. Und ihr habt wahrscheinlich festgestellt, dass 2,7K am wenigsten gefilmt wird. Entweder Full HD oder 4K. Jetzt hat 2,7K dafür büßen müssen und ihr habt die anderen Bilder pro Sekunde rausgenommen. Anders kann ich mir das leider nicht vorstellen. Was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt 2,7K wähle, auch jetzt die GoPro 12 oder Hero 12 in dem Fall, wenn ich die auch mit 2,7K einstelle, aber 200 Bilder pro Sekunde. Und abgesehen davon, dass, würde ich mal sagen, das Videomaterial viel mehr wird, da brauche ich gar nicht diskutieren, also habe ich mehr Videomaterial. Nur ich bearbeite meine Videos dann mit dem Multicam-Modus. Und ob das dann mit den anderen Kameras übereinstimmt, da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Was mich noch dazu bewegt hat, warum ich die 12er genommen habe, ist einmal, ich habe oder hätte ein 30 Tage Rückgaberecht. Sprich, ich könnte sie zurückschicken, wenn sie nicht passt. Aber warum sollte ich das? Denn wenn ihr das jetzt seht oder hört oder was auch immer, dann hat es ja geklappt. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Es ist doch klar, dass durch die Bluetooth-Verbindung mit meinem Headset das Headset vom Strom her auch beansprucht wird. Ich brauche zwar jetzt kein Mikrofon mehr zusätzlich, aber das hat sowieso keinen Strom vom Headset abgezweigt. Aber noch ein Vorteil ist, den habe ich auch schon bekommen, ist der neue Seitendeckel bei der 12er, wo unten für Strom, für Aufladen oder wenn man dann die Daten auf dem PC speichern will, ist unten das USB, der USB-Anschluss. Diesen USB-Anschluss verwende ich natürlich auch, damit ich die Kamera mit Strom versorge. Ja, Freunde, so sieht's aus. Also habe ich um 349,99 die neue GoPro Hero 12 mit einer 32 GB SD-Karte und einen Reserve-Akku bekommen. Also kann ich mich in der Beziehung nicht beschweren. Meine erste Aufgabe war, was passiert,
wenn ich mit Bluetooth mein DFT verbinde, das Handy mit dem DFT, und der Sehner wird ja auch dann mit dem DFT verbunden, was passiert, kann ich dann überhaupt noch die GoPro zusätzlich dazu verbinden? Oder ist dann Schluss? Ich habe das so am Anfang gemacht, ich habe das verbunden mit dem DFT. Dann wollte ich mit der GoPro, dass es verbunden wird mit Bluetooth, hat sich die Kamera einen Elch gesucht. Da hat die Kamera die Sehner nicht gefunden. Der stand zwar da, Sehner, das hat aber, sage ich einmal, gesucht, aber nichts gefunden. Dann habe ich das DFT abgeschaltet. Aber mal das Sehner verbunden mit der GoPro. Das hat geklappt. Also wie das DFT nicht mehr da war, hat das sofort geklappt. Und dann habe ich das DFT aktiviert. Und siehe, es hat auch geklappt. Sprich, ich muss zuerst die GoPro verbinden mit meinem Headset und dann erst das DFT. Und so kommt man auf gewisse Sachen drauf. Gut, meine Zuseher, dann wird es Zeit, dass ich mich wieder von euch verabschiede. Wir haben heute den 11. Oktober, das heißt fast Mitte Oktober schon. Um 15.52 Uhr habe ich 26 Grad am DFT. Also normal ist das nicht für Oktober, aber schauen wir mal. Voriges Jahr im Oktober waren die ganzen Bäume komplett braun. Jetzt schaut mal, hier, schaut. Alles noch schön grün. Keine Ahnung, was dieses Jahr los ist. Das weiß wirklich niemand. Aber jetzt kommen wir zum Ende. Ich möchte mich von euch verabschieden. Ich sage danke fürs Schauen. Herzlichen Dank. Wenn ihr so lieb seid und euch hat das gefallen oder geholfen, gebt mir einen Daumen und bitte nach oben. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann zwei Daumen nach unten, also zweimal drücken den Daumen nach unten. Seid so nett, abonniert meinen Kanal, kostet nichts, mir ist geholfen. Und drückt auch die Glocke dann, dann verpasst ihr keine meiner Videos. Wenn sie euch nicht passen, könnt ihr jederzeit abschalten. Aber vielleicht ist mal was dabei, was euch passt. Hiermit sage ich, herzlichen Dank, Freunde, YouTuber, Zuseher, was auch immer, Kollegen, bleibt oben, genießt die letzten Sonnenstrahlen noch in dieser Saison, die letzten Ausfahrten in dieser Saison. Kommt immer gut nach Hause, bleibt gesund und schaut auf eure Familie. Okay? Gut so. Dann sage ich Dankeschön, Mädels und Jungs, und ciao die.